sein könntest, doch so ein Glück gibt es wohl kaum. Ich geb alles hin für dich, wenn ich nur bei dir bin. Das wäre ein Traum, das wäre ein Traum. Bitte, gnädige Frau, diese Farben, dieses Leuchten. Der ganze Regenbogen für bloß 3,20 Meter. Eine sehr preiswerte Ware. Wollen Sie sich bitte selbst überzeugen? Vielleicht das für Ihre Frau, ein sehr haltbares. 20, 40, 60, 80. 20, 40, 60, 80. Tja, was soll denn das heißen? Hören Sie mal. Benke und Kohl lassen am Nachmittag 100 Mark abholen. Die müssen bezahlt werden. Mahlzeit. Mahlzeit. Schauen Sie mal, Herr Kassierer, weshalb zahlen Sie mir mein Geld nicht aus? Mahlzeit. Eine solche Gelegenheit bietet sich wirklich nur einmal im Leben. Die soll man nicht ungenützt lassen. Sehen Sie mal, diese Qualität, diese Schönheit, diese Farben. Ja, sehr schön, das muss ich wohl sagen. Nicht wahr? Sehr unglaubliche schön. Qualität. Doch, doch, doch. Dann, bitte, Mahlzeit. Kapitän. Bitte? Wollen Sie mir nicht einen Gefallen tun? Bitte? In Ihrem Hause wohnt doch der Schauspieler Winkler. Ich hätte so gern ein Autogramm von ihm. Könnten Sie mir keins mitbringen? Mahlzeit. Wo ist denn Pipi? Aber Herr Naumann, 1:03. Na, Felix, ja. Wenn all meine Kunden so pünktlich zahlen würden, wie Pipi zu Tisch geht, wäre ich all meine Sorgen los. Was denn mit dem Baumwollkartell? Nichts, Herr Naumann. Nichts, nichts, nichts. Wenn die Leute mir den Zahlungsaufschub nicht bewilligen, bin ich fertig. Mahlzeit. Mahlzeit. Aber das ist ja nur Herr Winkler. Er will sicher warmes Wasser zum Rasieren. Um 1.17 Uhr rasiert man sich? Er kommt doch immer so spät nachts aus dem Theater. Ein anständiger Mensch hat um diese Zeit schon einen Vollbart. Aber August. Frau Pipin, eine Angestellte unseres Hauses möchte ein Autogramm von ihm haben. Er soll dir ein Bild geben. Gut. Er lässt dich grüßen. Danke. Los,
Ganz gewöhnliches Gesicht. Das kann ich nicht finden. So. Er ist doch wirklich ein hübscher Mensch. Sieh mal, wie nett er zu uns ist. Er hat mir 2 Freikarten fürs Theater angeboten. Na, dann gehe ich auch nicht. Finden Sie den hübsch? Ach, der Schauspieler Winkler. Schöner Kerl. Danke. Finden Sie den hübsch? Ach, den Schauspieler Winkler? Ein entzückender Mensch. Kann man sich in den Mann verlieben? Na, die Frau möchte ich sehen, die sich in den nicht verlieben könnte. Tag. Ich komme von Behnke und Co. Sie wünschen? Ich soll 300 Mark abholen. Ah ja, ich habe einen Brief da für Sie. Ich soll Ihnen das Geld da hineinstecken. 50er oder 100er? Lieber 50er. Hm. Ach, das ist der Herr Winkler. Wieso? Ach, schwärmen Sie auch so für den Schauspieler? 2, 3, 4, 5, 6. Eine Quittung? Ja, bitte. Bloß die 300 Mark. Guten Abend, Herr Mielke. Guten Abend, Fräulein. Guten Abend. Nur, Herr Pipin, was ist denn los? Feierabend. Ja, natürlich. Guten Abend. Ja. Mein Gott, wenn ich die 300 Mark nicht finde, ist für mich Feierabend. Sing's ihm. Na, Frau Lehmann. Na, Junge. Herr Pipin, bleiben Sie noch hier? Ja. Dann nehmen Sie wohl den zweiten Schlüssel. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Ach, Herr Pipin, da machen Sie wohl auch das Eisengitter zu. Ja. Diese
Mutter. Verzeihen Sie, was wollte der Herr von Ihnen? Er fragte, wie hoch die Darlehenskasse ist. Und als ich ihm sagte, im obersten Stockwerk, sagte er, das genügt mir. Mir auch. Ne, kommen Sie. Da oben. Thank you.
Und schreiben Sie lieber noch weniger. Wenn Sie schon was bringen, kommt doch nichts Gescheites dabei raus. Herein. Guten Abend. Entschuldigen Sie, wie kommen Sie denn hier herein? Ach, entschuldigen Sie bitte. Sie bringen doch immer Bilder von Künstlerinnen in Ihre Zeitung. Und? Ich bin nämlich Künstlerin. Ach, und da glauben Sie, dass Sie so mitten in der Nacht hier hereingeschneit kommen können? Ja, erlauben Sie bitte. Ich konnte leider nicht früher. Ich habe doch im Theater zu tun. Ich habe mir extra eine Taxe genommen. Für 3,50 Mark. So, 3,50 Mark. Aha. Na also, dann kommen Sie morgen mit der Straßenbahn. Ich bin jetzt für niemand zu sprechen. Guten Abend, Doktor. Ah. Entschuldigen Sie die Störung. Bitte sehr, Borjan, bitte sehr. Von Störung kann ja bei Ihnen gar keine Rede sein. Ich komme nämlich gerade vom Opernball. Weiß ich, Herr Borjan, weiß ich. Steht schon in unserem Bericht. So. Ja, das werden Sie doch nicht vergessen, Herr Borjan. Oh. Aber zur Sicherheit kann ich ja noch mal nachsehen. Einen Moment. Ja. Herr Borjan. Sie kennen mich? Nein, eigentlich nicht. Ich habe nur bemerkt, dass Sie hier sehr angesehen sind. Und wenn man so gar keine Protektion hat. Sind Sie hier angestellt? Nein, ich bin Schauspielerin. So, wo spielen Sie denn momentan? In der Revue Eine Teestunde der Pompadour spiele ich die Zofe, die den Liebhaber bei der Pompadour überrascht und erstaunt Ah ausruft. Ah, ich habe Sie leider nicht gesehen. Wann waren Sie denn im Theater? Gleich in der zweiten Vorstellung. Ja, da habe ich auch nichts mehr gesprochen. Man hat mir nämlich mein A gestrichen, die Revue war zu lang. Jetzt stehe ich nur noch stumm hinter der Pompadour und sie deckt mich natürlich mit ihrer Krinoline zu, nicht? Oh, das ist aber schade, liebes Fräulein. Rita Marbach. Also, liebes Fräulein Rita. Mein Gott, es gibt ja so wenig Nachwuchs. Hm? Na eben, nicht wahr? Und ich bin nämlich ganz gut nachgewachsen. Aber wenn einem keiner hilft, ich habe nämlich den Redakteur hier so gebeten, mein Bild zu bringen, aber er hat mich nicht mal angehört. Oh, na, wir werden schon machen. Also, ich betrat um 19.25 Uhr das Gebäude und begab mich auf das höchste Stockwerk. Aha, 19.25 Uhr, da war ich auch oben. Dass wir uns da nicht getroffen haben. Ich war doch nicht oben. Sie waren oben. Sie haben doch eben gesagt, ich. Na ja, Sie. Na ja, nur haben doch gesagt, ich. Wenn Sie über mich schreiben, dann müssen Sie schreiben. Sie, aber nicht ich. Können doch nicht, wenn ich das Gebäude rede, können Sie nicht sagen, ich, da müssen Sie zu mir sagen. Ich sage, müssen Sie schon machen, das ist doch gar vollkommen falsch, wie Sie es machen. Passen Sie auf, Sie oder ich, das ist eben der springende Punkt. Wenn Sie nämlich sagen, Sie, meinen Sie mich. Wenn Sie ich sagen, reden Sie ja von sich, das wäre ja vollkommener Quatsch. Ich meine, Müller 2, jawohl, schreib du weiter. Ich halte das nicht mehr aus. Das ist ja furchtbar mit dem Mann. Also, mein bester Herr Borchert, das geht wirklich. Man kann doch nicht schreiben,
Fräulein Rita Marbach, die allabendlich als zugedeckte Zofe zu sehen ist. Ich hab's ja gewusst. Sehen Sie, ich hab's ja gewusst. Och. Sehen Sie, ich kann doch Ihr Bild nicht ohne einen gewissen Anlass bringen. Na ja, natürlich, ein Anlass muss vorhanden sein. Selbstverständlich, Herr Beuger, selbstverständlich. Ja, also. Die Notiz. Was für eine Notiz? Na, der Selbstmordversuch, den ich Ihnen vorhin telefonisch durchgab. Ach so, ja. Unbekannter, lebensmüde, beherrschtes Eingreifen, ein Schubbeamt. Ist das alles? Ja, aus dem Mann war nichts herauszubringen. Ja, Sie konnten eben nichts herausbringen, weil Sie kein Reporter sind. Wo ist denn der Mann? Auf unserem Polizeirevier. Also in einer Minute muss der Mann hier sein, haben Sie mich verstanden? Sie werden sich wundern, was er mir alles erzählen wird. Los! Diese Unfähigkeit, ja, was gibt's denn? Also da will sich ein unbekannter Mann, anscheinend den besseren Ständen angehörend, das Leben nehmen, indem er sich vom fünften Stock herunterstürzt. Er wird gerettet, weigert sich aber hartnäckig, seinen Namen und die Motive dieser Tat anzugeben. Und aus solch einem romantischen Fall macht dieser Kerl 10 magere Zeilen. Vielleicht ist eine Frau dabei im Spiel. Das ist ja möglich. Aber jedenfalls muss man so etwas empfinden, gestalten. Ein Mensch, ein Schicksal. Herr Doktor, ja? Aus Ihrem Leitartikel müssen 20 Zeilen gestrichen werden. So? Ja, also ich komme sofort. Entschuldigen Sie, meine Herrschaft. Jetzt habe ich's. Was denn? Die Reklame. Die Reklame für Sie. Und was für eine Reklame. Ein Mann hat sich ihretwegen das Leben nehmen wollen. So, das weiß ich gar nicht. Ja, er auch nicht. Aber ich werde es ihm gleich erzählen. Und Sie tun, was ich Ihnen sage. So, nun erscheinen Sie erstmal das Protokoll. Na endlich. Jetzt bin ich fertig. Ich auch. Gott sei Dank, dass ich Sie treffe. Ja? Sagen Sie mal, warum wollen Sie mich fortgesetzt treffen? Sie müssen sofort mit mir auf die Redaktion kommen. Nein, ich gehe. Abendbrot essen. Mahlzeit. Guten Abend. Sie können Geld verdienen. Wie viel? Das ist die herrlichste Reklame. Verlassen Sie sich auf mich. Ein Herr aus den ersten Kreisen, der sich weigert, seinen Namen zu nennen. Ich sehe ihn direkt vor mir. Hochgewachsen, schlank und bleich. Ein richtiger Kavalier. Was ist da? Da ist er. Oh, ich weiß alles. Ich kenne diesen Mann. Lassen Sie uns einen Augenblick mit ihm allein. Ja? Gut, ich warte draußen. Ja. Bitte. Auch würden Sie nicht so freundlich sein und wieder ein bisschen zu sich kommen? Hm? Sagen Sie mal, Herr Pippin. Oh ja, sehr gerne. Also sagen Sie, Herr Pippin, ja. Was für einen Beruf haben Sie? Einen hoffnungslosen. Ich bin Kassierer. Ach so, darum. Warum? Warum? Wie viel fehlt in der Kasse? Das verbitte ich mir. $300. Aber bitte. Ich weiß nicht, wieso. Naja, hören Sie mal, die Geschichte mit den 300 Mark haben wir schon vergessen. Ja, Sie schon, aber mein Chef, der Naumann, der Naumann wird sich ja alles regeln, wenn Sie vernünftig sind. Also, ja. Sie sind nicht wegen der 300 Mark da hinaufgeklettert, sondern aus unglücklicher Liebe. Ja, Moment, bitte. Finden Sie den Mann hübsch? Ach Gott, lenken Sie doch nicht ab. Sie sind verliebt in diese Dame. Nein, das geht nicht, das Ehebruch. Nein, das ist Reklame. Die Dame ist doch Schauspielerin. Warte, Schauspielerin ist das? So. Entschuldigen Sie. Also, ich ersetze Ihnen die 300 Mark. Ja. Na, also, Sie brauchen dem Redakteur bloß zu erzählen, was ich Ihnen gesagt habe, und ich gebe Ihnen das Geld. Und dann soll ich in der Zeitung stehen? Nee. Mit meinem Namen? Na, Mahlzeit. Na, aber Herr Pippin... Hm? 500. 500? Naja, 300 Mark kostet mich ja die Sache selber. Ja, aber ich meine, 300 Mark, das ist doch genug. Die Angst? Naja, also meinetwegen. Also da haben Sie die 500. Schön. Schnell! Ach ja. Oh! Wir werden die Sache gleich haben. Wie heißen Sie? Kennen Sie mich denn nicht? Woher denn? Ich bin doch Abonnent.
Sagen Sie mal, Herr, ja? Redakteur. Redakteur, ja. Kriegt die Helga ihren Professor? Welche Helga? Welchen Professor? Nein, ihren Roman. Ach so, ja, natürlich, ja, selbstverständlich, die kriegen sich. Und was kriege ich? Sie kriegen ein anständiges Honorar. Also, nur sagen Sie mal zuerst, wie Sie heißen. Ja, bleibt's unter uns. Selbstverständlich. Also? Pippin. Pippin? August Pippin. August Pippin. Ein typischer Selbstmördername. Nur sagen Sie mal, warum haben Sie das getan? Was heißt denn das? Kennen Sie die Dame? Naja, nur ich... Sie brauchen sich nicht vor dem Herrn Redakteur zu genieren. Sagen Sie ruhig, Sie kennen Sie, Sie haben Sie im Theater gesehen, Sie lieben Sie und warum? Was denn? Sie wollten aus unglücklicher Liebe? Ja, ja. Ich hätte beinahe einen Menschen unglücklich gemacht. Danke sehr. Jetzt verstehe ich alles. Sehen Sie? So muss man das machen. Ich habe nur drei Worte mit dem Mann gesprochen und ich weiß alles. Also kommen Sie, wir wollen die Sache jetzt in Ordnung bringen. Na, nun können wir ja gehen. Einen Augenblick mal. Was wollen Sie denn noch? Ja, wenn meine Frau das jetzt in der Zeitung liest. Och. Ja, lieber Freund, das ist Ihre Sache. Ja. Adele. Mahlzeit. Wo warst du denn so lange? Ja, wo war ich? Wo war ich? Tee bitte. Thank you.
Was bitte? Die Zeitung, ja, die ist nicht da, scheinbar gestohlen. Gerade heute, wo der Romanschluss ist? Och, die kriegen sich. Woher weißt du das? Solche Leute kriegen sich immer. Nicht? Nee, vielleicht kriegen sie sich diesmal nicht. Dann werde ich mir eben die Zeitung kaufen. Haben Sie schon gelesen, Herr Direktor? Jedenfalls müssten Sie die Reklame geschickt ausnützen, nicht? Gut, gut, Frau Maber. Ja, Sie sollen den zweiten Phase spielen. Wie meinen Sie? Der ist zugedeckt? Da decken wir eben wieder auf. Ja, hören Sie mal, Frau Maber, hören Sie, wenn Sie mir aber den Herrn Pepin ins Theater bringen, wissen Sie, so dass ich in die Loge setze und mit Scheinwerferbeleuchtung, mit allen Pauken und Trompeten, mit allen Tamtam, verstehen Sie so? Ja. Wie meinen Sie? Ja, dann sollen Sie die Pompadour spielen. Die Pompadour? Oh ja, aber ich bin ja studiert, Herr Direktor. Ja, aber natürlich, mir zuliebe tut Herr Pepin alles. Die ganze Stadt spricht schon davon. Na ja, wenn es in der Zeitung steht. Unerhört. Also Kinder, diese Blamage für den Pepin. Na, und wer hätte ihm das zugetraut? Kinder, stiller Kumpel. Morgen. Herr Pepin. Ja? Ich möchte gern. Ach ja, ich weiß, Sie wollen das Autogramm von Herrn Winkler haben, nicht wahr? Nein, ich möchte gern ein Autogramm von Ihnen. Was für... Ich habe nur Konfirmationsbilder. Och. Seit Wochen den Reizen der Künstlerin rettungslos verfallen. Ja. Ist das ein Benehmen für einen verheirateten Mann? Lässt sich wochenlang reizen? Und der Kerl hat's faustdick hinter den Ohren. Sich so zu verstellen. Was? Was gehen Sie das an? Herr Pepin, wie Sie das wieder gemacht haben. Was denn? In der Zeitung steht's doch. So. Wollen Sie auch ein Konfirmationsbild von mir haben? Ja, bitte, warum denn nicht? Sie, Pepin, der Alte will die Kasse revidieren. Na, schnell, schnell! Sie, alter Kasanoverich. Herein! Morgen. Morgen, Norman. Bitte um Entschuldigung, wenn ich etwas... Ruhig, still! Kein Betrug. Keine Bilanzverschleierung. Brechen Sie ab. Ja, also Eingänge von der vorigen Woche, vom 18. bis 21. haben wir 120, Ihre 107... arme Frau. Wieso? Ich hab doch gar nichts gelesen. So ein Schuft. Neue Zeitung, Pepin und die Tänzerin. Neue Zeitung, neue Zeitung. Ja, was Neues? Pepin und die Tänzerin. Na nur, was ist denn da los? Geben Sie mir die Aufmerksamkeit. Neue Zeitung, neue Zeitung. Neue Zeitung, Pepin und die Tänzerin. Neue Zeitung, neue Zeitung. Neue Zeitung.
Pippin und die Tänzerin, Neue Zeitung, Pippin und die Tänzerin. Lassen Sie doch sehen, das finde ich romantisch. Was ist denn geschehen? Na, das ist aber rührend. Wo auf dieser Welt und heute noch so ein Held. Dass es sowas gibt, das finde ich geliebt. Den Mann sehe ich mir an. Wo findet man ihn bloß? Mein Naumann ist der angestellt. Na los! Pippin, Pippin, das macht ihm keiner nach. Von allen Männern ist er der Clou. Er ist der Herrlichste und der Gefährlichste und jedes Herz blinkt ihm zu. Pippin, Pippin, das macht ihm keiner nach, denn er ist heller und er ist schick. Er weiß, was richtig ist und weil er tüchtig ist, damit hat er so großes Glück. Bargeld stimmt, die Schulden auch. Was? Ihr Glück? Aber das eine sage ich Ihnen, Pippin, in aller Liebenswürdigkeit, schämen Sie sich, Sie ruinieren mich. Das blühendste Geschäft muss zugrunde gehen, wenn das Personal in der Zeitung steht. Ich muss aber meine So groß, haben Sie nicht kleiner? Hm? Ich kann den nämlich nicht wechseln. Bitte geben Sie mir 4 Meter davon. Jawohl, ja. Nein, nein, jawohl, gleich. Moment, ich habe ihn schon wieder. Was denn? Den seelenvolle Augen gehalten. Oh, nein. Bitte 5 Meter runter. Was möchte ich denn? Meine Damen, warum wollen Sie den roten nehmen? Nee, warum? Nehmen doch blau. Nee, nee, blau, blau ist die Farbe der Hoffnung. Muss ich was sagen? Rot haben wir gar nicht. So müsste das Geschäft alle Tage gehen. Da brauchen wir keinen Zahlungsaufschub. Apropos Zahlungsaufschub, ist der Brief von dem Baumwollkartell schon gekommen? Noch immer nicht. Da soll nämlich ein neuer Generaldirektor sein. Das soll ein ganz ekelhafter Kerl sein. Hallo, wie heißt er denn? Das ist ein gewisser Herr Borchardt. Borchardt, Borchardt. Dann nehme ich ihn auf. Sie wünschen Freund? Ich möchte zu Herrn Pippin. Ja, keine Zeit. Ja, aber ich muss Ihnen dringend sprechen wegen Geld. Ausgeschlossen, Fräulein. Wir haben heute Ausverkauf. Kommen Sie bitte morgen wieder. Morgen? Dankeschön. Sehen Sie, ein Coupon nach dem anderen geht weg. Das ist richtig. So, nee, Frau, hier, der letzte Ball. Bitte schön. Guten Tag, guten Tag. Und schauen Sie, nee, Frau, gebe ich noch dazu. Für die lieben kleinen Kinderchen. Mahlzeit, Mahlzeit. Doch ist die Tasse, die ich Kommen Sie gut nach Hause. Lieber Herr Pippin. Pippin, Pippin, das macht ja keiner nach von allen Männern. Bist du der Clou? Ich bin der Herrlichste und der Gefährlichste. Und jedes Herz, das fliegt mir zu. Tja, Pippin, Pippin, das macht ja keiner nach, denn du bist helle und du bist schick. Du weißt, was richtig ist, ja, und weil du tüchtig bist, ja, darum hast du so großes Glück.
Pipin muss heute Abend in der Loge sitzen, Herr Generaldirektor. Jawohl, im Frack. Der Direktor sagt, die Leute glauben nur das, was sie auch wirklich sehen. Das ist mir aber sehr unangenehm. Wir verkehren mit der Firma nun schon seit Jahren. Nur durch einen Rechtsanwalt. Ja, naja, das ist gut, ja. Ja, ich hole Sie gleich ab. Ja, na, na, ruhen Sie sich erstmal aus, Mann. Ja, Pipin. So, na. Weißt du schon. Wohl sein. Zigarre, ja? Na, genieren Sie sich nicht. Dankeschön. Aber lieber Pipin, nur erzählen Sie mal, ja? Ja. Also erstmal haben wir die Reste vom vorigen Jahr sehr teuer verkauft. Nein, 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 und das meine ich ja nicht. Ich meine Ihr Abenteuer gestern. Jungs, Sie haben sich da sehr tapfer benommen. Ja, das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Ja, man ist eben Kavalier. Jungs, in der Zeitung steht da von einem Nebenbuhler, der, na, der soll ja ordentlich von Ihnen gekriegt haben. Nein, nein, ich habe ihn gekriegt, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Ja, verstehe ich schon, aber nachher, ja, da haben Sie es ihm gegeben. Wem? Na, dem Nebenbuhler, dem Freund da von dem Mava. Ah, den, ja, den Borchert. Borchert? Wisst ihr ja, der Generaldirektor, der heißt ja Borchert. Dem haben Sie es gegeben? Ja, oh, dem habe ich sie gegeben. Oh, der hat richtig geblutet. Geblutet? Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt. Mach hinaus! Ja, das habe ich zu ihm gesagt. Und wagen Sie es nicht normal, habe ich gesagt, die Schwelle jetzt zu betreten. Dann werden Sie was erleben. Mach hinaus! Habe ich zu ihm gesagt. Haben Sie nicht gehört? Was denn? Mach hinaus! Sie sind fristlos entlassen! Herr Naumann, ich höre. Was ich höre noch. Herr Naumann, was habe ich denn gemacht? Was das fragen Sie noch? Sind Sie wahnsinnig? Seit Monaten bettel ich diesen Borschert um einen Zahlungsaufschub und jetzt geht mein Kassierer hin und bannt mit seiner Freundin an und schlägt ihn blutig. Oh, das habe ich ja nur so gesagt, das habe ich ja gar nicht gemacht. Warum gemacht? Gemacht steht in der Zeitung. Sie sind entlassen. Fristlos. Mitten im Frühling. Hinaus. Ich warte lieber hier auf Sie, wissen Sie, die Leute. Werden Sie sich auch nicht langweilen? Vor einem Schaufenster mit Seidenstoffen langweilt sich eine Frau doch nicht. Nur nicht den Kopf hängen lassen. Machen sich nichts draus. Die Konkurrenz wird sich um Sie reißen. Mahlzeit. Mahlzeit. Aber Herr Pipin, Sie wollen doch nicht etwa verreisen? Und wenn ich will, wer könnte mich daran hindern? Ich? Das wollen wir mal sehen. Aber Herr Pipin, ich will doch nur einen ganz kleinen Gefallen von Ihnen haben. Ja, ich weiß. Also, ich habe diesen unverschämten Kerl, diesen Pipin, natürlich sofort fristlos entlassen. Na, das ist sehr bedauerlich, lieber Naumann. Ich bin dem Menschen zu großem Dank verpflichtet. Wieso denn? Ja. Verstehe ich nicht. Er hat ihn aber doch nicht. Er hat mir aber eine große Gefälligkeit erwiesen. Eine Gefälligkeit? Ach,
Eine Gefälligkeit. Aber Herr Pippin, Sie ziehen einfach Ihren Frack an, setzen sich in die Loge und alle Leute werden Sie bewundern. Also erstens ziehe ich meinen Frack nicht an, nicht wahr? Zweitens setze ich mich nicht in die Loge. Drittens habe ich meinen Posten verloren. Viertens zahle ich aufs Geschäft sowieso schon drauf. Und fünftens, jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Aber Herr Pippin, die Plakate sind doch schon gedruckt. Lieber Naumann, eine Hand wäscht die andere. Sie wollen einen Zahlungsaufschub? Gut, ich lege Wert darauf, dass Sie Pippin wieder einstellen. Aber Herr Generaldirektor, soll mir natürlich ja? ein Vergnügen sein. Pippin soll reinkommen. Pippin? Pippin ist schon fort, Herr Naumann. Wieso? Ja, aber Herr Naumann, Sie haben ihn doch selbst. Was habe ich selbst? Was, aber wieso, was ist für ein Blödsinn, wenn ich jemanden fristlos entlasse, so ist das doch mal kein Grund, dass er gehen kann, wann er will. Jawohl, Herr Naumann. Also. Ach, oh. Denken Sie, Liebster, er kommt nicht. Also. Fräulein Marbach, Künstlerin. Oh, charmant, charmant. Ja, spiele heute Abend die Pompadour. Hören Sie zu, lieber Naumann. Wenn Pippin heute Abend ins Theater kommt, wo Fräulein Marbach spielt, dann reden wir über die andere Angelegenheit, nicht? Herr Generaldirektor, Pippin wird kommen und wir werden reden. Na nu? Adele? 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 Nanu? Was ist denn hier? Was? Pippin und ich. Mir fordert es mich nie wieder. Ich gehe heute Abend zu Herrn Winkler ins Theater. Naja. Wie konnten Sie nur davonlaufen? Ja, Herr Naumann, Sie haben doch... Aber Pippin, wie kann man denn sowas ernst nehmen? Wollen mich sprechen? Schön. Prellulich, ein meiner besten Angestellten werde ich doch nicht einfach... Och. Schönes Platz für Sie hier. Schön, was hier. Abteilung ist. Ah, ja, also, ich bin nicht entlassen. Im Gegenteil, ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben sich um das Geschäft sehr verdient gemacht. Na und Sie können sich ums Geschäft noch verdienter machen. Ja, wieso? Also, mein lieber Pippin, Sie müssen heute Abend ins Theater gehen. Was? In was? Theater? Ja, Sie setzen sich in die Loge. Mit dem Frack. Ich habe ja gar keinen Frack. Na, Gott, ich meine, Sie wäre natürlich eher ein Frack, wenn Sie natürlich bekommen. Das ist doch ganz klar vom Fundus. Ob denn der Frack des Herrn Fundus mir passen wird? Pippin, wir müssen uns natürlich mit dem Borsche, dem Generaldirektor Borsche, müssen wir uns gut stellen. Ja. Mit des Zahlungsaufschubs.
bekommen 50 Mark Zuschuss. Zu wenig? Na schön, 100 Mark. Noch zu wenig? Also schön, 150. Was? Muss ich mich nicht sehen? Oh. Ach so. Moment. Ja, bitteschön, Dankeschön. Also, abgemacht? Gut, Herr Naumann. Ich gehe ins Theater. Also, mein lieber Pippin, ich wusste ja, auf Sie kann man sich verlassen. Zweite Reihe. Das ist ja ein Moment, mal, Moment, Vater. Das ist ja entzückend. Zweite Reihe. In der Mitte? Bitte, ja, ja. Ja, ach, das ist doch fein. Zweite Reihe, Mitte. Na ja, also, Dankeschön. Ach, bitte, Herr Pompsi, wo sitzt Herr Pippin eigentlich? Loge 1, meine Dame, der Herr im Frack. So soll ich in der Loge sitzen? Passt, ausgezeichnet. Na, hier ist doch der, da. Vorn, passt. Na, hier und die Ärmel sind aber doch ein bisschen lang. Was, die Ärmel sind so lang? Die Ärmel sind nicht so lang, ihre Arme sind so kurz, Herr. Hinter? Hinten. Hm? Passt auch. Ja, aber das ist doch zu lang. Ne? Zu lang? Na schön, also. Einen anderen. So. Na, der passt aber wirklich. Na gut. Nein, nun. Na, diesmal sind doch die Ärmel ein bisschen zu kurz. Aber ich habe Ihnen doch eben gesagt, Ihre Arme sind zu lang. Na, in Gottes Namen, haben Sie auch für eine Figur an. Fräulein, da ist niemand zu Hause. Ich habe was ganz Eiliges. Die sind ins Theater rübergegangen. Ich muss nämlich Geld zurückbringen. Gehen Sie mal darüber. Dankeschön. Ja, das passt ja nur was, dachte ich. Ja. Noch so ein Kunden und ich kann dich pensionieren lassen. Schön. Was ist das? Serie. Danke. Na los, schnell. Ah, guten Tag, mein lieber Herr Pippin. Ja. Das ist ja nett, dass Sie kommen. Das war Fräulein Marbach wartet schon auf Sie. Aha. Na und? Na, haben Sie sich ein paar Blumen mitgebracht? Das ist mal schon eine Künstlerin, muss man doch mit Blumen kommen. Hat mir der Herr Fundus gar nicht gesagt. Ach, sowas Naives. Ja, ich komme schon, sofort. Hören Sie mal, ein paar Blumen müssen sich unbedingt besorgen. Ich komme schon, auf. Portier gesagt, wirst sehen, die Rita wird's schon schaffen. Herein. Ach, sehen Sie doch mal nach. Ja. Vivien.
schön. August Pipin. Bitte schön. Bitte schön. Kommen Sie rein, bitte. Mama. Bitte schön. Herr Pipin. Bitte schön. Was ist das? Ja. Guten Abend. Abend. Schön. Wunderbar sehen Sie im Frack aus. Ja, ich hab's. Ach, und die schönen Blumen. Mhm. Oh, war sehr aufmerksam. Ja. Trotzdem ganz schön hier. Sie waren wohl noch nie in einer Künstlergarderobe, ne? Doch, natürlich war ich schon. Einmal. Beim Komiker. Waren Sie mit ihm befreundet? Nein, der hat nicht gezahlt. Oh. Ja. Ja. Schön. Wie es hier riecht. Schön. Wie mein Haaröl. Mhm. Oh, das ist fein. Das ist fein, ist das Blumen. Hm? Schön ist es. Was ist das hier? Ein bisschen. Bisschen hm? Warum denn? Was ist das? Was ist denn hier? Das Borchert. So soll das. Aber bitte heißen? Seien Sie doch nicht gleich eifersüchtig. Hm? Sagen Sie mir lieber, wie ich Ihnen gefalle. Hm? Alles gut. Das finde ich ein bisschen. Aber sonst hier alles, wie das blüht. Fein. Und so schön frisch gestrichen. Ah, was denn? Oben da. Warum denn hier? Was? Warum ein weißes Haar? Aber erlauben Sie mal. Ich spiele doch die Pompadour. Wer ist denn das? Die berühmte Kurtisane. Ah, die. Dings. Da mal eben. Das ist aber keine prima Seide. Kostet bei uns im Laden 1,65 der Meter. Meine Frau dürfte was nicht tragen. Sie wünschen? Ach, verzeihen Sie. Hat Herr Winkler hier eine Karte für mich hinterlegt? Ihr Name bitte? Frau Pipin. Ach so, Sie möchten bitte in die Garderobe kommen, ja? Eine Treppe, zweiter Gang, dritte Tür rechts. Dankeschön. Also passen Sie auf, mein lieber Herr Pipin. Nach dem ersten Akt werden die Scheinwerfer auf Sie gerichtet. Das halten Sie eine Weile aus und dann ist alles vorbei. Hm. Na, das werden Sie doch über sich ergehen lassen. Aus Liebe zu mir. Hm? Ich kann's nicht. Was denn? Ich kann's nicht. Ich halte nicht länger aus jetzt. Ich muss Ihnen sagen... Ja, wenn Sie mir unbedingt etwas sagen müssen. Bitte schön, ich bin nicht böse. Also? Der Kragen ist mir so eng. Oh. Hm. Schnell, los, los. Ist die höchste Zeit. Ist die Mama schon fertig? Was ist denn? Hm? Brennt es? Letztes Teilchen, ich muss da raus auf die Bühne. Bitte. Der Inspizient. Also bis nachher. Ja, ja? Bitte. Ach, bitte. Ja? Spucken Sie mich an. Anspruch mache ich nicht, um Gottes Willen. Ich spuck doch nicht. Mach ich doch nicht. Nanu? Adele. 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 Schnell in die Loge. Ja, aber haben Sie die Adele nicht gesehen? Das heißt Adele. Sie heißt Rita. Na, das müssen Sie doch jetzt bald wissen. Hm. Und dann, Herr Pipin, wir haben heute ein ausverkauftes Haus. Ja. Sie müssen bald wieder mal sowas machen. Aber diesmal nicht ins Wasser gehen. Vielleicht diesmal schießen so. Bum, bum, wissen Sie? Ja, Herr Direktor, ich bin so aufgeregt. Haben Sie nicht was für mich? Können Sie mir nicht jetzt... Hm? Kommen Sie. Ich gebe Ihnen irgendetwas... Blass sieht er aus. Man soll es gar nicht glauben, ein so gesetzter Mensch. Tja, meine Liebe, je gesetzter die Männer werden, desto größere Dummheiten machen sie. Na, wie gefällt's Ihnen hier? Sehr schön. Sehr schön, nur wo ist meine Frau? Ich habe Ihnen hier was hergestellt. Wenn Sie Mut brauchen, dann trinken Sie mein Gläschen. Aber nicht alles. Den Rest brauchen wir nachher noch im dritten Akt auf der Bühne.
Madame, Marquis de Beauchamp. Meine Aufwartung machen. Was habe ich gesagt? Ausgezeichnet. Wirklich ausgezeichnet, Herr Generaldirektor. Ja, ich bin ganz überrascht. Du trieb mich wieder zu Ihnen, reitende Frau. Ich hab sie lieb. Ich sing die schönsten Lieder für Sie, reitende Frau. Was war denn das? Das klingt wie ein Schuss. Haben Sie nicht ein Handtuch? Leider nein. Aber Herr Pippin, vielleicht gehen Sie ausnahmsweise mal hier durch diese Tür zu mir. Ja, diese Tür, der hat Sicherheit. Liebe trieb mich wieder zu Ihnen, reitende Frau. Ich habe sie lieb. Da ist ja kein Mensch mehr drin. Ja, der Herr ist dann hier durch diese Tür gegangen. Was ist passiert? Ja, was passiert? Er sagt, na, also jedenfalls habe ich ihn hier durch diese Tür geschickt, zum Recken dieser Tür. Madame. Marquis, Sie müssen fort. August, was ist denn geschehen? Adele, da bist du ja. Ich habe dich überall gesucht. Du, hab dich überall gesucht. Ich muss dir sagen, komm, ich habe hier gar nichts. Es war ja alles nur, komm, ich will dir was sagen. Alles nur so. Ich weiß, Herr Marquis, Sie verehren mich. Ich weiß, Herr Marquis, Sie begehren mich. Sie sind die schönste Frau, die ich fand. Noch haben Sie nichts erreicht, mein Freund. Ich sage Ihnen nur vielleicht, mein Freund. Mein Glück, es liegt in Ihrer kleinen Hand. Ich will ehrlich sein. Doch ist mir alles Spiel und Scherz. Aber Frauen wie ich verschenken manchmal schnell ihr Herz. Ach, wär das schön, wenn du mich lieben könntest. Das wär ein Traum, das wär ein Traum. Ach, wär das schön, wenn du mir treu sein könntest, doch so ein Glück gibt es wohl kaum. Ich gebe es hin für dich, wenn ich hier bei dir bin. Wenn du mir treu sein könntest. Das wär ein Traum, das wär ein Traum.
Empfang, sagen Sie mal, haben Sie mich denn erwartet? Sie muss haben. Ja? Machen Sie nur, dass Sie fortkommen. Warum soll ich weggehen, wo ich gerade momentan eben mit der Adele, hab doch mit meiner Frau da alles besprochen. Wollte ich doch absolut nicht weggehen. Hören Sie mal. Ich bin nämlich folgende Ansicht. Ja? Ja. Ich habe nämlich eben gesagt, nehme ich zu meiner Frau. Ach, wär das schön, wenn du mich lieben könntest. Nicht drüber. Hören Sie mal, Frau Marbach, können wir doch jetzt vor den Leuten hier nicht so machen, können wir nicht drüber sprechen. Hm? Ach, wär das schön, wenn du mir treu sein könntest. Oh, kommt gar nicht mehr in Frage, wo ich mich mit Adele doch vollkommen ausgesprochen habe. Hab doch eben Adele gesagt, Adele, es kommt... Was? Psst, nicht ich sie. Gebe alles hin. Aber wenn ich nur bei dir bin. Aber Helle. Ach, wäre das schön, wenn du mich lieben könntest. Das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum. Ja. Mit meiner Frau mal ausgesprochen. Wenn Sie was sagen Sie, habe ich das gemacht? Lieber Direktor, das war ja fabelhaft. Ja! Pippin! Ja? Sie haben mir gestern für Bin und Co. 300 Mark zu viel gegeben. Was? 300? 300? Also deshalb hast du das alles gemacht? Sag mal, was soll ich mit dir anfangen, August? Ach, wäre das schön, wenn du mich lieben könntest. Das wäre mein Traum. Das wäre mein Traum.